Wir Gründer Maria Saal sind eine kleine, aber engagierte Gruppe und wir greifen nach den Sternen. So haben wir heute die Ehre, die prominente Klimaforscherin Dr. Helga Kromp-Kolb bei uns im Saal begrüßen zu dürfen. Und sie hält hier einen Vortrag mit dem Thema Klima im Wandel. Der Untertitel des Vortrags heißt: Was müssen wir tun, um auch in Zukunft gut zu leben? Und ich denke, das ist es, was die Menschen bewegt, was auch mich bewegt. Welche Veränderungen, welche Einschnitte kommen auf uns zu? Was müssen wir tun, um den Schaden zu begrenzen, um ihn so klein wie möglich zu halten? Ich hoffe, dass dieser Vortrag uns aber nicht nur heute Abend bewegt, sondern dass die Informationen weitere Kreise ziehen und dass der Vortrag eine nachhaltige Wirkung zeigt. Also in erster Linie weise ich darauf hin, dass es den Klimawandel gibt, dass er da ist und dass die Entwicklung, wenn wir nichts tun gegen den Klimawandel, einen Ausgang nimmt, der sicher niemandem recht ist. Und dass wir diese Gefahr, diese Bedrohung aber zu einer Chance umwandeln können. Weniger Treibhausgase in die Atmosphäre einbringen, das heißt in der Praxis weniger Energie verbrauchen, eben fossile Energie. Das kann man im Bereich des Kaufens, kaufe ich nur Sachen, die ich brauche. Das kann man im Bereich des Wohnens, wie heiß muss es sein, wie warm muss die Dusche sein. Und man kann es natürlich ganz stark im Bereich der Mobilität zu Fuß gehen, Radfahren, öffentliche Verkehrsmittel verwenden. Wenn wir weiter so zögerlich sind in unseren Maßnahmen, dann nicht. Wenn wir uns jetzt wirklich dazu entschließen und rasch handeln, dann haben wir noch eine Chance, glaube ich, hoffe ich. Energiewende impliziert so ein allmähliches Verändern und ich glaube, dafür ist es jetzt schon zu spät. Wir haben jetzt schon zu lange gezögert, jetzt müssen wir wirklich schauen, dass es schnell geht und gründlich geht. Ein gutes Leben ist für mich ein befriedigendes Leben und ein befriedigendes Leben hängt im Wesentlichen davon ab, ob ich sozial eingebunden bin, ob ich eine Familie habe, ob ich gesund bin, ob ich mir einteilen kann, was ich mache und wann es mache, ob die Natur intakt ist, ob es Kultur- und Bildungsmöglichkeiten gibt, aber eben nicht das, was wir üblicherweise unter Standard, Lebensstandard verstehen, nämlich wie groß ist das Auto, wie groß ist der Fernsehschirm. Das sind im Vergleich dazu völlig unwichtige Sachen. Und für mich ist Nachhaltigkeit das Besinnen auf die eigentlich wichtigen Dinge des Lebens und dann ergibt sich alles andere von selber. Wir müssen bis Mitte des Jahrhunderts, also bis 2050, müssen wir im Grunde zu einer Gesellschaft werden, die keine Treibhausgase mehr emittiert, das heißt kein Kohlendioxid mehr emittiert. Und Entscheidungen, die Investitionen betreffen, die so langlebig sind, die sollten jetzt schon so gefällt sein, dass keine Treibhausgasemissionen mehr damit verbunden sind. Und das ist für ein Gaskraftwerk leider nicht der Fall. Aus diesem Grund halte ich die Entscheidung für das Gaskraftwerk in Klagenfurt, aber es ist ja leider nicht das einzige in Österreich, halte ich diese Entscheidungen für Fehlentscheidungen. Ganz am Anfang einmal reduzieren des Bedarfs. Also es ist ja nirgends festgeschrieben, es ist kein Naturgesetz, dass wir von Jahr zu Jahr mehr Energie oder Strom brauchen müssen. Wir können auch anders, das ist eindeutig nachweisbar. Und wenn wir reduzieren unseren Bedarf, dann können wir diesen Bedarf auch mit erneuerbaren Energien decken.